Da ist noch. Oh! Ich hoffe, ihr werdet nicht seekrank. Einen schönen guten Morgen hier bei Stranded Deep. Wir sind hier jetzt auf einer Insel, wo es relativ viele Wracks gibt. Und einen Wrack haben wir ja uns auch schon angeguckt. Danach ist es dunkel geworden. Und in der Zeit habe ich gedacht, kannst du ja wenigstens mal dafür sorgen, dass du ein bisschen was zu trinken bekommst. Und ich glaube, das ist auch dringend nötig. Aber ich habe heute Nacht da hinten schon eine Wasserdestille gebaut. Und ich hoffe, dass die gleich am Gange ist. Und eine Großkrabbe meinte, mich in der Nacht überfallen zu müssen. Deswegen habe ich schnell noch ein einfaches Feuer gemacht und versuche das wenigstens so zu braten. Was aber gar nicht so einfach ist. Wir arbeiten hier mit rotierendem Fleisch. Und ich muss immer aufpassen, dass das nicht vom Feuer rutscht. So, wie da gerade wieder. Das dauert dann doch ein bisschen länger. Also man kann so arbeiten. Schön ist es natürlich nicht. Nur ich wollte das Fleisch jetzt auch nicht unbedingt verkommen lassen. Denn eigentlich will ich ja weiter nach Norden. Und mittlerweile, wir sind ja noch nicht ganz nach Norden. Direkt nach Norden ging es wieder hier hin. Da ist die Insel, von der wir gekommen sind. Ja, ist schon wieder runtergerutscht. Mit kleinen Fleischstücken geht es, aber dieses schwebende Braten, so ein bisschen problematisch. Ich hoffe, dass wenigstens eins noch durchgeht, dass man es essen kann. Ja, ansonsten, die Lampe, die hatten wir ja gestern noch auf dem einen Wrack gefunden. Wie gesagt, diese Lampen sind furchtbar praktisch, weil sie eben einen Lichtsensor haben. Nachts gehen sie an, tagsüber gehen sie aus. Und wenn man so ein bisschen bastelt, schafft man es auch, sie gerade irgendwo hinzustellen. Ah, nein. Ja gut, also dieses Braten, das war schon immer ein Problem bei Stranded Deep. Dass die Tatsache, dass es überhaupt geht, schwebendes Fleisch auf dem Feuer, ist an sich ja schon bemerkenswert. Aber ich wollte jetzt hier nicht zu viel Aufwand betreiben. Ja, es schwebt noch. Aber dass ein Lagerfeuer Ping macht, wenn das gar gut fertig ist, ist ja auch etwas unüblich. Ich könnte die Kokosnuss natürlich noch trinken. So, da habe ich schon mal wieder ein bisschen mehr Wasser. Und ich denke, zu essen werde ich hoffentlich gleich auch was bekommen. Aber im Grunde genommen will ich hauptsächlich meinen Wasservorrat auffüllen. Ich habe zwar noch meine gut gefüllte Wasserflasche, aber ich habe keine Ahnung, wie es weitergeht, Tag 32. Meine Herren. Langes Überleben. Aber das wollen wir ja auch. Ja gut. Hier haben wir den Klassiker. Ein bewachter Kochtopf kocht nicht. Gehen wir mal ein bisschen weg. Ich habe mich noch nicht so ins Innere dieser kleinen Insel getraut, weil ich befürchte, dann eventuell noch mehr Tieren auf den Schwanz zu treten. Und das wollte ich eigentlich vermeiden.
Schwebt das Fleisch noch? Das schwebt noch, yay! Hier im diesen Container, den habe ich von einem kleineren Wrack runtergeholt. Aber da gibt es noch ein bisschen Baumaterial. Na? Nee, ist immer noch nicht fertig. Mach hin, ich will weiter. In der Zwischenzeit kann ich ja mal gucken. Der Wassersammler war schon wieder sehr fleißig. Also, dass ich das Wasser, dass ich meine Wasservorräte möglichst gut aufrüsten kann. Nanu. Unten ist er immer noch voll. Naja, umso besser. So, hier hinter, da liegt ja mein Floß. Ich traue mich mal gerade hier ein bisschen hinzuschwimmen. Ich hoffe, dass ich nicht sofort wieder von einem Hai angefallen werde. Nee, hier ist gar nichts. Schauen wir uns mal die anderen Wracks an. Hier ist auf jeden Fall noch eine Kiste, die wir mitnehmen können. Und hier ist auch noch ein Container. Oh, der ist leer. Das hat man selten. Also versprochen, ich war hier noch nicht. Was haben wir hier? Barrels. Noch eine Kiste. Scrap. Leer. Oh, Duct Tape. Und da habe ich jetzt wieder keinen Platz für. Schade, Duct Tape ist sehr selten und wird aber viel gebraucht. Auf den bloß nicht treten. Hier ist nichts Gefährliches, auf das ich treten kann. Dann gehe ich mal, ob meine Krabbe jetzt endlich durch ist. Das müsste sie ja eigentlich. In der Zwischenzeit kann ich hier mal die Kisten abwerfen. Guckt, Medium Crab Meat. Ja, her damit. Können wir die andere ja vielleicht auch noch drauflegen. Wenn man sie geschickt platziert, bleibt sie auch da oben. So zum Beispiel. Wer weiß. Auf jeden Fall werde ich damit jetzt erstmal meinen gröbsten Hunger stillen. Beziehungsweise so viel Hunger habe ich eigentlich gar nicht. Was? Die ist auch durch? Die ist auch schon durch. Naja, dann können wir das Feuer wieder ausmachen. Wir wollen ja nicht, dass die Insel abfackelt. Ah, noch ein Lashing. Und reichlich Flareguns. Was ich mit denen anfangen kann, weiß ich allerdings nicht. Ob man die unter Wasser abfeuern kann, um Haie zu verschrecken. Das wäre immerhin möglich. So, dann versuche ich mal... Nanu, das ist immer noch voll. Irgendwie scheint dieser Wassersammler einen netten kleinen Bug zu haben, dass man nicht nachlegen braucht. Ja, dann trinken wir uns mal satt. Ja, praktisch. So, wir sind fit. Und dann würde ich schlicht und einfach sagen, lasst uns segeln.
Da schäumt es, sehe ich gerade auch noch. Ach, diese Neugier, diese Neugier, diese Neugier. Ein kleines Fischerboot. Ob hier was drin ist? Nö. Wahrscheinlich nur unter Deck. Wood-Container habe ich schon gesehen. Irgendwo leuchtete Wood-Container auf. Das sind da Fässer. Irgendwo hier mitten in den Steinen. Ach, ich versuche es nochmal. Hier ist nichts. Ich habe zu wenig. Oh, was für ein Bild. Da hätte ich eigentlich einen Screenshot von machen sollen. Ach, egal. Wir sehen zu, dass wir auf unser Floß kommen. Oh, und da gurgelt es schon wieder. Ja, klar. Unser Freund, der Hai, ist schon wieder unterwegs. Lichten wir den Anker und gucken mal, was passiert, ob wir hier heil rumkommen. Ja, ich hoffe, das klappt. Ich setze mich mal erst ans Ruder. Und dann segeln wir mal weiter. So, meiner Erinnerung müssten wir jetzt rechts an dieser Insel vorbei, um gen Norden zu kommen. Da ist noch so ein großer Mast. Wow. Also diese Insel sollte ich mir auf jeden Fall für später noch merken. Hier wird es noch eine ganze Menge zu suchen und zu finden geben. Ah, jetzt bin ich beinahe auf dem Riff gelaufen. Da ist noch eins. Versuchen wir mal dran vorbeizukommen. Das ist jetzt doof. Also die Manövrierfähigkeit des Floßes ist... Oh! Ein Seekarussell. Jetzt hat er sich wieder frei gemacht. Jetzt gehe ich mal schnell wieder an die Ruderpinne. Um ein bisschen Platz zu gewinnen. Jetzt verstehe ich auch langsam, warum hier so viele Wracks sind. Die sind alle auf den Felsen aufgelaufen. Jetzt versuche ich mal, diesen großen Mast da großräumig zu umsegeln. Ja. Sieht soweit ganz gut aus. Oh, und es regnet. Gerade mal den Kompass raus. 0 Grad ist in der Richtung. Okay. Vielleicht kriegen wir ja doch noch einen Sturm. Oh, ich sehe gerade, meine Kisten sind weg. Schade. Eieiei, mein erster Sturm auf hoher See. Aufpassen, dass der uns nicht vom Kurs treibt. Das wird ja noch richtig spannend hier. Boah. Der hat uns ziemlich vom Kurs getrieben. Weiter in die Richtung.
Da ist Norden. Ich hoffe, ihr werdet nicht seekrank. Jetzt geht's richtig ab. Ich bin mal gespannt, wohin mich der Sturm treibt. Hoffentlich lohnt sich das. Dann kommt nämlich die Frage, ob ich jemals wieder nach Hause finde. Wow. Immerhin, bis jetzt hält sich mein Floß gar nicht schlecht. Außer, dass es so natürlich dass es so auf jeden Fall keine Güter mehr transportieren kann. Das fliegt alles vom Floß. Immerhin bin ich festgenagelt an der Ruderpinne. Wie einstweilen Odysseus. Was soll mir passieren? Oh, aber wir sind auf Kurs. So halbwegs jedenfalls. Ah, jetzt wird mir auch langsam ein bisschen mulmig. Da muss ich natürlich sagen, dass das Spiel echt ganz gut gemacht ist. Da ist noch eine Insel, sehe ich gerade so. Das war die Insel, von der wir kamen. Mist, ich muss nochmal die Richtung kontrollieren. Norden ist da. Wohin wird mich der Sturm treiben? Sehen tue ich leider nichts mehr. Da ist irgendwie am Horizont nichts mehr zu sehen. Ich hatte ja wirklich auf eine größere... Halt, was ist das denn? Bojen! Das ist eine Bojenreihe. Tatsächlich. Wo kommen die jetzt denn her? Ach herrje. Oh. Huch. Ich glaube, wir haben gerade das Ende der Welt entdeckt. Beziehungsweise das Ende dieser Map. Die ist mit Bojen gekennzeichnet. So, jetzt müsste ich... Wenn das Norden ist, dann müsste das ja Osten sein. Ich kontrolliere mal gerade. Ja, Treffer versenkt. Die führt von Ost nach West. Das heißt, wir haben wahrscheinlich dann das obere Ende der Karte erreicht. Schade, ich hatte jetzt echt gehofft, dass hier noch ein bisschen was zu finden wäre. Tja. Leute, hier seht ihr das Ende der Welt von Stranded Deep. Ich hoffe, dass wir nicht deep landen. Und zwar... Oh Mann. Unter der Wasseroberfläche. Auf Meeresgrund. Und jetzt wird es auch noch dunkel. Zumindest eine einzigartige Stimmung. Interessant, wie die Bojen aber bei jedem Blitz aufleuchten. Na? Jetzt scheint es sich ein bisschen zu normalisieren.
Da sehe ich immer noch die Insel, von der wir gekommen sind. Ich bin am Überlegen. Ja, ich denke, wir drehen um. Ich könnte mir jetzt nur vorstellen, dass wir dann irgendwann ans östliche Ende der Karte kommen. Und da wird wahrscheinlich dann auch so eine... Ah, jetzt kommt die Musik wieder. Ich bin mal gespannt, ob ich über das Ende der Welt hinweg segeln kann. Ich kann! Jenseits der Grenze. Aber ich denke, hier kann ich wahrscheinlich bis in alle Ewigkeiten segeln, ohne dass da noch wieder was kommt. Naja, immerhin, wir haben den Sturm überlebt. Das ist hier immerhin schon mal etwas. Und wir haben die Grenze entdeckt. Einfach eine Bojenreihe. Ja, eigentlich logisch. Ich finde es immerhin cool, dass das hier so ein bisschen flexibel gehandhabt wurde. Und dass man da nicht irgendwie auf so eine Alpha-Wand knallt oder so. Jetzt muss ich doch nochmal gerade auf den Kompass gucken, sofern ich ihn sehe. Was ist denn hier los? Oh. Ich trample auf dem Deck rum. So, wir sind wieder gen Westen und ganz im hinteren Bereich sehe ich auch schon wieder den großen Mast. Auf den halte ich jetzt mal wieder zu. Immerhin jetzt bei ruhiger See. So, das sieht gut aus. Kann ich noch mal gerade meine Gesundheit... Gott sei Dank ist meine Uhr beleuchtet. Ich bin noch bei bester Gesundheit. Und habe auch noch genug, was Wasser und Nahrung angeht. Dann werde ich mal wieder auf diese Insel zuhalten. Vielleicht finde ich da ja auch noch Kartoffeln. Aber schade, dass es hier am Ende der Karte nicht nochmal eine etwas größere Insel gegeben hat. Da hatte ich wirklich drauf gehofft, dass ich da vielleicht nochmal was Neues zeigen kann. Aber dann werde ich mal hier dieses Wrack mit dem hohen Mast mal ansteuern. Und ich hoffe, dass ich da mal ankern kann. Damit ich einen schnellen Weg auf das Floß habe. Denn also die Haie, die scheinen hier am Ende der Welt doch relativ häufig zu sein. Und auch ein bisschen mehr Appetit zu haben als andere. So. Und Anker. Schnell. So. Ja, sehr schön. Immerhin noch eine schöne Stimmung. Gleich mal ein schönes Screenshot machen. So. Ich denke aber, es lohnt sich nicht, bei Dunkelheit da jetzt runter zu schwimmen. Ich habe zwar eine Taschenlampe mit, aber ich werde hier dann doch mal drauf warten, bis es wieder Tag wird. Und in der Zeit würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat die Expedition ans Ende von Stranded Deep gefallen. Zumindest haben wir herausgefunden, wie das Ende aussieht. Und jetzt werde ich dann doch mal hier noch mal ein bisschen rumgucken, ob ich was finde. Und dann werde ich mich wieder auf den Weg nach Hause machen und gucken, ob es meinen Kartoffeln besser geht. Bis dahin, macht's gut.
Falls es euch gefallen hat, hinterlasst mir doch bitte ein Like. Über ein Abo freuen wir uns jederzeit. Ansonsten wünsche ich euch, bleibt gesund, bleibt am Leben. Wir sehen uns. Tschüss!